Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich hier seid. Mein Name ist Rena, ich komme aus Niederösterreich und ich bin Aktivistin. Und ich möchte euch heute ein bisschen über die Ukraine erzählen, und zwar der gescheiterte Staat von nebenan. Mit der Ukraine scheint nun ein Nachbarland der EU vom Staatszerfall akut bedroht und auf dem Weg zum Failed-Staat zu sein. Schon Mitte Mai schlugen die Vereinten Nationen bezüglich der Krise in der Ukraine Alarm. In der Ostukraine droht ein regelrechter Zusammenbruch der Grundversorgung, warnte der UNO-Vizegeneralsekretär für Menschenrechte am 19. Mai nach einer Visite in der umkämpften Region. In der Großstadt Donezk würden die Vorräte an wichtigen Versorgungsgütern wie Medikamenten und Insulin zur Neige gehen, während weite Teile der städtischen Infrastruktur kaum noch funktionstüchtig seien. Ich habe den Eindruck, die sozialen Dienste, das gesamte System in Donezk stehen am Rande des Zusammenbruchs, sagte Simonovic. Neben der sich beständig verschlechternden Sicherheitslage, die eine Atmosphäre der Gesetzlosigkeit geschaffen habe, nannte Simonovic die trüben sozialen und wirtschaftlichen Perspektiven, die eine massive Flüchtlingswelle aus der Region auslösen könnten. Der UNO-Diplomat zog dabei Parallelen zum Zerfall Jugoslawiens. Der Vergleich ist durchaus angebracht. Wir sollten die Lektion gelernt haben. Ein derart hoher Preis sollte der Ukraine erspart werden. Ein solcher Zusammenbruch der Infrastruktur der Ostukraine würde den Zerfall des ukrainischen Staates, der sich ohnehin bereits abzeichnet, wohl irreversibel machen. In unmittelbarer Nachbarschaft der Europäischen Union würde somit ein gescheiterter Staat entstehen, wie er für gewöhnlich im subsaharischen Afrika, Kongo, Somalia oder im arabischen Raum Libyen, Syrien, Irak zu finden ist. Einen zuverlässigen Indikator für die rasche Erosion staatlicher Autorität in dem zerrissenen osteuropäischen Land stellt die nahezu unüberschaubare Anzahl von Milizen und irregulären Kampfverbänden dar, die in den vergangenen Monaten entstanden sind. Neben einer unübersehbaren Vielzahl von prorussischen Milizen und bewaffneten Gruppen, die in der Süd- und Ostukraine für die Unabhängigkeit von Kiew kämpfen, ist auch der ukrainische Staat zunehmend auf hastig aufgestellte Einheiten seiner Nationalgarde und irregulare Kampfeinheiten angewiesen, die oftmals aus Neonazis aufgebaut und durch einflussreiche Oligarchen finanziert werden. Da die offiziellen ukrainischen Sicherheits- und Streitkräfte sich als ineffektiv in dem eskalierenden Bürgerkrieg erwiesen haben, da die Soldaten sich zumeist weigerten, militärisch gegen die Bevölkerung der Ostukraine vorzugehen, forcierte Kiew in die Bildung der Nationalgarde. Ähnlich verhielt es sich mit den Polizeieinheiten im Osten, die den Separatisten keinen Widerstand entgegenbrachten oder gleich mit ihnen paktierten. Dieser Erosion der formellen staatlichen Sicherheitsstrukturen korrespondiert mit dem Aufbau informeller bewaffneter Organe. Hier sammeln sich all die rechtsextremen Kräfte, die schon während des Umsturzes des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch zur militanten Speerspitze der proeuropäischen Protestbewegung gehörten. Die Neonazis, die sich mittels brutalster Gewaltanwendung den Sturz Janukowitsch buchstäblich auf den Straßen erkämpften, werden nun in die neu aufgestellten bewaffneten Formationen integriert. Es findet somit eine schleichende Faschisierung des ohnehin in Auflösung befindlichen ukrainischen Staatsapparates statt. Ein Paradebeispiel für diese Verwilderung des Staatsapparates stellt etwa das jüngst formierte Azov-Bataillon der ukrainischen Territorialverteidigung dar, das offiziell dem ukrainischen Innenministerium unterstellt ist. Unterstützt wird dieses bewaffnete Organ des ukrainischen Staates von dem Nazi Dmytro Kochinski, der bis 2012 Führer der faschistischen Partei UNA UNSO war, bis er 2013 die neue rechtsextreme Gruppierung Bratwo,
Bruderschaft gründete und dessen Leute sich während der Euromaidan-Proteste an einem Erstürmungsversuch des Präsidentschaftspalastes beteiligten. Das offizielle Emblem dieses Bataillons ist mit faschistischer Symbolik geradezu überfrachtet. Eine US-Reporterin wurde Zeuge eines Gesprächs zwischen Korchowski und einem Beamten des Innenministeriums, in dem der Nazi Geld für das Azov-Bataillon forderte, um Odessa und andere Städte von Moskauern zu säubern. Die Antwort auf die Anfrage der perplexen Journalistin, wieso ein Mitarbeiter eines staatlichen Ministeriums sich mit Nationalisten von dubioser Reputation abgebe, fiel bezeichnend aus. Um die Radikalen im Osten zu besiegen, müssen wir unsere eigenen Tiger trainieren, indem wir sie in reguläre Einheiten umwandeln. Dennoch würde der ukrainische Staat nicht alle Rechtsextremisten in die offiziellen Sicherheitsstrukturen integrieren, beteuerte der Mitarbeiter des Innenministeriums. Gruppen wie der rechte Sektor hätten ihre eigenen Milizen formiert und würden nun unabhängig vom Staat operieren. Tatsächlich hat der rechte Sektor die Aufstellung eines Donbass-Bataillons bereits Ende April in die Wege geleitet, dessen Mitglieder bereits an Kämpfen in der Ostukraine teilgenommen haben. Andere rechte Politiker wollen dem rechten Sektor in dieser Hinsicht natürlich nicht nachstehen und formen ihre eigenen Milizen. Generell findet in der Ukraine eine mit dem voranschreitenden Staatszerfall einhergehende Militarisierung der Innenpolitik statt, bei der alle größeren politischen Kräfte und Oligarchen ihre eigenen bewaffneten Formationen aufstellen, um auch künftig noch als ein Machtfaktor wirken zu können. Der im Zerfall befindliche ukrainische Staat fungiert nur noch als ein Beuteobjekt für diese sich überall auch unter den prorussischen Kräften formierenden Rackets, die um Einfluss und Macht konkurrieren. Auch unter den Separatisten finden bereits Macht- und Verteilungskämpfe statt, bei denen einzelne Milizionäre schon mal wegen Plünderungen standrechtlich erschossen werden. Perspektivisch droht die Ukraine in einen Zustand der Anomie, der regellosen und strukturlosen Gewaltherrschaft unterzugehen, wie sie bereits in vielen Zusammenbruchsökonomien Afrikas oder in der gescheiterten arabischen Staaten wie Syrien, Libyen und Irak herrscht. Inzwischen warnen selbst Leitmedien wie Spiegel Online davor, dass die Ukraine sich auf dem Weg zum gescheiterten Staat befinde. Somit stellt sich die Frage, wieso so viele Staaten scheitern und in Anomie versinken. Die äußeren, zumeist westlichen Interventionen, die oftmals mit den staatlichen Verfallsprozessen einhergehen, können diese durchaus beschleunigen, wie es ja am Beispiel der Ukraine offensichtlich ist. Doch sie bilden nicht die zentrale Ursache von Chaos und Staatszerfall. Dies wird etwa am Beispiel Libyens deutlich, das einen westlich unterstützten Regimesturz erlebte, nachdem das Land nicht mehr stabilisiert werden konnte. Der Zerfall Libyens, der die Exporte von Energieträgern gen Westen immer wieder massiv einbrechen lässt, läuft somit den Interessen derjenigen westlichen Interventionsmächten zuwider. Wäre die Stammesrevolte gegen Gaddafi von den Westmächten tatsächlich ferngesteuert gewesen, dann hätten sie die Lage im Land längst stabilisieren können. Ähnliches ließe sich über die US-Invasion im Irak sagen. Auch dort fand nach einem schnellen Sieg der Koalition der Willigen ein Staatszerfall statt, der die USA in einen kostspieligen Sumpf versinken ließ, von dem die im Abstieg befindliche Weltmacht sich eigentlich nicht mehr erholte. Das wahre Verhältnis zwischen Staatszerfall und äußere Intervention ist genau anders herumgelagert, als gemeinhin angenommen. Der ökonomisch bedingte Staatszerfall beginnt schon, bevor er durch Bürgerkrieg und Intervention evident wird. Nirgends wird dies offensichtlicher als in der Ukraine.
das neoimperiale Great Game um die Ukraine, bei dem sowohl der Westen wie auch Russland bemüht sind, dieses osteuropäische Grenzland in den jeweiligen Machtblock zu integrieren, wurde gerade durch die verzweifelte, langfristig unhaltbare sozioökonomische Lage der Ukraine ausgelöst. Diese tiefgreifende systemische Krise äußert sich in der Ukraine wie auch in vielen anderen Krisenländern in einem ausartenden Leistungsbilanzdefizit. Dies bedeutet im Endeffekt, dass die Ukraine jahrelang mehr Waren importiert, als sie exportieren konnte. Das enorme ukrainische Doppeldefizit in der Handelsbilanz und im Staatshaushalt konnte folglich nur noch durch ausländische Finanzierung aufrechterhalten werden, was zu einer schwelenden Schuldenkrise führte. Deswegen musste sich Kiew zwischen den Finanzspritzen aus Ost oder West und der Einbindung in die korrespondierenden Einflusssphären entscheiden. Die Ukraine war als ein eigenständiger Staat schlicht mehr ökonomisch überlebensfähig, weswegen sich die ostukrainische Oligarchie, deren politischer Vertreter Janukowitsch war, zwischen der Einbindung in eines der um die Ukraine konkurrierenden Machtzentren entscheiden musste. Janukowitsch entschied sich für Moskau, was die vom Westen massiv unterstützte Protestbewegung erst initiierte. Die Ukraine hat sich de facto nie vom Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks erholt, da das Land im Gegensatz zu Russland nicht über die Reserven an Energieträgern verfügt, um als ein Rohstoffexporteur im Weltmarkt zu bestehen. Während die ostukrainische Industrie, die im hohen Maße vom russischen Absatzmarkt abhängig ist, kaum international konkurrenzfähig ist. Gerade diese ausweglose ökonomische Sackgasse, in der ausländische Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der ukrainischen Volkswirtschaft unabdingbar wurde, führte dazu, dass die Ukraine überhaupt zu einem Objekt des geopolitischen Great Game zwischen Ost und West werden konnte. Diese systemische Krise der ukrainischen Volkswirtschaft, in der sich die Systemkrise des spätkapitalistischen Weltsystems spiegelt, produzierte auch das Heer an ökonomisch überflüssigen jungen Männern, die nun in den Milizen der verfeindeten Parteien und Oligarchenarmeen strömen. Der Zusammenbruch der ukrainischen Arbeitsgesellschaft nach dem Kollaps der Einwohnerin Odessas gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Sie erzählte, wie in den 90er Jahren Arbeitsplätze verloren gingen, Ärzte und Wissenschaftler anfingen, Klamotten und Nahrungsmittel auf den Schwarzmarkt zu verdicken. Sie erzählte, wie in ihrem Hochhaus jeden Tag für einige Stunden der Strom abgestellt wurde, sodass sie nach der Arbeit länger in der Stadt blieb, um sicherzugehen, dass Aufzug und Licht wieder funktionieren, bis sie zu Hause ankommt. Viele junge Männer entscheiden sich nun offensichtlich für einen mit 1.000 US-Dollar dotierten Job bei der Miliz. Die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstandene räuberische Oligarchenkaste, die nun diese Überflüssigen in ihre Privatarmeen rekrutiert, hat auch den ukrainischen Staat stets dominiert und ihn zu einem bloßen Objekt der Machtkämpfe zwischen den einzelnen Rackets und Clans verkommen lassen. Der Staatsapparat wurde so zur Beute von Rackets, die dessen Machtmittel im Kampf gegen die Konkurrenz einsetzten. Die meisten Posten und Pöstchen im Staatssektor, die infolge der schlechten Wirtschaftslage seltene krisenfeste Einnahmequellen bildeten, wurden zudem im Gefolge dieser Machtkämpfe zwischen Seilschaften und Rackets verteilt. Die Besitzer eines solchen Postens betrachteten ihn folglich als eine Investition, aus dem möglichst viel Kapital geschlagen werden musste. Die Ukraine galt folglich schon vor dem aktuellen Krisenausbruch laut Transparency International zu den korruptesten Staaten der Welt, auf gleicher Höhe wie die Zentralafrikanische Republik und Syrien. Je prekärer die wirtschaftliche Basis, auf der ein Staatsgebilde fußt, desto stärker nehmen die neopotistischen, willkürlichen und kleptokratischen Tendenzen innerhalb der Staatsmaschinerie zu.
Mitunter bilden die Einnahmen aus Schmiergeldern oder willkürlichen Gebühren und Schutzgeldern den Großteil der Einnahmen von Staatsbediensteten. Dieser Umstand erklärt auch, wieso die formellen Strukturen des ukrainischen Sicherheitsapparates vielerorts so schnell kollabierten und der Milizbildung Platz zu schaffen. Viele Polizisten oder Offiziere waren darauf spezialisiert, in den von ihnen eroberten Pöstchen möglichst effektiv Geld zu scheffeln. Der Krisenausbruch, die Notwendigkeit einer militärischen Auseinandersetzung mit Milizen, die aus ökonomisch und überflüssigen Desperados geformt wurde, hat diese Staatsdiener schlicht überfordert. Die Verwilderung des ukrainischen Staats setzte somit schon weit vor der aktuellen Krise der ukrainischen Staatlichkeit ein, die im Endeffekt ökonomisch bedingt ist. Der Ukraine ist das ökonomische Fundament, eine funktionierende kapitalistische Arbeitsgesellschaft, weggebrochen. Somit kann die derzeitige Krise in der Ukraine tatsächlich in den globalen Prozess der Entstaatlichungskriege eingeordnet werden, der eine beständig wachsende Anzahl gescheiterter Staaten produziert. Die Parallelen zwischen den Auseinandersetzungen in der Ukraine und in den chaotischen Zuständen in Irak, Syrien oder Libyen, wo seit Jahren einzelne Rackets und Milizen um Macht und Einfluss kämpfen, sind offensichtlich. In der Ukraine wie auch perspektivisch in Europa übernehmen rechtsextreme Kräfte dieselbe Rolle bei der Entstaatlichung, die den islamistischen Rackets im arabischen Raum zufällt. Von einer Großukraine träumend exekutieren sie mit ihrer Milizbildung den Zerfall ukrainischer Staatlichkeit. Angetrieben wird dieser Entstaatlichungsprozess aber durch die eskalierenden inneren Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, die in einem historischen Prozess an ihre eigenen inneren Schranken zugrunde geht. Der kollabierende Staat bildet das letzte Überbleibsel einer krisengeschüttelten kapitalistischen Gesellschaftsformation, die aufgrund permanenter Produktivitätsschübe eine buchstäblich überflüssige Menschheit produziert. Diese Welle des Staatszerfalls, die mit dem jüngsten 2008 eingeleiteten Krisenschub des spätkapitalistischen Weltsystems eingeleitet wurde, hat somit nicht nur die maroden arabischen Modernisierungsregime in den besagten Ländern im Rahmen des arabischen Frühlings hinweggefegt. Sie erfasst nun einen Nachbarstaat der EU. Die politisch instabilen Zonen ökonomisch verbrannter Erde, die sich im Verlauf der Weltkrise des Kapitals von der Peripherie ausgehend sich immer weiter ausbreiten, grenzen sie mit schon direkt an ein Zentrum des Weltsystems, an die EU. Die Kriseneinschläge kommen somit immer näher an die Zentren. Ähnliches ließe sich übrigens vom US-Nachbarstaat Mexiko sagen, der aufgrund des blutigen Drogenkriegs ebenfalls von Auflösungsprozessen erfasst wurde.